Servus und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur dritten Woche des Schwarzfels-Abenteuers in Hearthstone. Wir begeben uns auf die Schwarzfels-Spitze, ganz im Gegensatz zum Anraten unseres Instrukteurs, wer auch immer. Wir spielen gegen den Hochlord Omok und der zerstört gerne gegnerische Einheiten, deswegen gehe ich da ohne Überlegen mit meinem Schaman rein und gegen Hochlord Omok. Lass mal erstmal quatschen. Ich euch zerquetschen. Eure Zeit ist gekommen. So, ich habe leider gestern die Tonspur verbaselt, das heißt, ich sitze jetzt hier gerade ein paar Stunden später ausgeruht und kommentiere das Ganze nach, was wir gemacht haben. Dafür gibt es als Bonus rechts meine Deckliste, falls euch die interessiert. Schwere Entscheidung. Ist natürlich ein Ork und spielt entsprechend Ork-Zeug und für einen Mana kann er einen Gegner zerstören. Ich habe das versucht, relativ schnell runterzuspielen, weil wie wir mitbekommen haben, sind die Standard... Hier wird nicht gefeiert. Denn wie wir mitbekommen haben, die normalen Helden sind nicht ganz so schwer zu besiegen. Ja, das ist natürlich hier die Ogre-Geschichte. Nicht ganz wie geplant, ups. Mein Schamanendeck ist ziemlich mittenlastig. Hat mittlerweile mit dem Ragnaros auch eine etwas mehr Late-Game-Karte bekommen. Und ich versuche den jetzt da oben einfach wegzuhauen. Hier oben gibt es keine Ragnarosse. Eure Quest ist. Und der hat einfach Lack ohne Ende. Geht nach Hause. Im Übrigen habe ich den Gegner mit dem gleichen Deck auch im heroischen Modus schon besiegt, falls euch das interessiert. Die Folge kommt dann natürlich erst später. Zeit zum Hauen. Pang. Und wieder trifft er vorbei. Der Hund, der. Zeit für Hauen. So eine hübsche Karte, die er hat. So, was haben wir hier für Möglichkeiten und was bin ich im Überlegen? Ist natürlich ein bisschen riskant, den großen Taunt zu spielen. Mit ein bisschen Pech haut er uns den weg. Er ist ein ziemlicher Holzkopf, was seine Einheiten angeht. Zack, natürlich trifft er den. Allerdings nicht mit seiner Heldenfähigkeit, sondern mit seiner komischen Karte. So, und wir müssen immer Einheiten aufs Feld bringen. Und möglichst welche, die auch am Board stehen bleiben. Das sind natürlich die Spinnen. Die Spinnen ganz praktisch und als Random-Ziele meine Totems. Ich ziele quasi darauf ab, ihn möglichst... Auf in die Schlacht, Mane. Der Typ trifft einfach, wie er will. Ich versuche das ein bisschen vorzubereiten. Mit ein paar Einheiten auf dem Board. Bin dann mit dem Kampfrausch bzw. Blattlast eben zu finishen. So, jetzt kommt hier wieder Zeit für Hauen. Klasse. Jetzt haben wir eigentlich genügend auf dem Board. Sollte es dann klappen. So, 7 sind noch über, aber wie ihr seht, da ist noch ein Flammenzungen-Totem. Da ist noch ein Argus. Ja, natürlich spielt er auch thematisch passend hier den Moga the Ogre. So, was überlegst du da noch lange? Wie man Maximum Mana noch ausgeben können für nix und wieder nix.
Pam, da geht er nieder. Oh Gottheit. Oh Gottheit, Quetschel. Das ist absolut sinnlos. Ja, und der Gute, der wird immer sauer. Der wird immer sauer, weil wir hier langsam seine eigenen... Seid ihr falsch abgebogen? Ja, genau. Die Schaltfläche zurück befindet sich unten auf eurem Bildschirm. Ja, genau, die meint er. So, gegen den General Drakisat. Der hat eine ganz außerordentliche Fähigkeit. Und zwar kosten alle Karten ein Mana. Und man hat auch nur ein Mana die komplette Runde über zur Verfügung. Und genau so, wie man sich das möglicherweise vorstellt, werden wir das auch gleich erleben. Nämlich alles dicke, alles krasse. Da habe ich am Anfang nicht drüber nachgedacht. Ich gehe da mit meinem Schaman rein. Eure Zeit ist gekommen. War wahrscheinlich nicht die beste Idee. Aber schauen wir einfach mal. Ist natürlich alles nicht sonderlich hilfreich am Anfang. Wollt ihr mir bei der Vernichtung der Sterblichen dieser Welt behilflich sein? Ja, das ist... Da freuen wir uns direkt, dass uns direkt so ein Chorhound entgegenblickt. Und natürlich haben wir auch hier kein Glück. Lord Nefarious, ich dachte, der hier hat sich für uns um Ragnaros gekümmert. Ja, Drakisat. Abenteurer, ihr seid noch immer auf der falschen Seite des Berges. Unsere Heldenfähigkeit können wir dann im Übrigen auch nicht benutzen. Und jetzt können wir gerade überhaupt keine Karte spielen, weil wir auch noch überladen sind. Ein paar gewertete Spiele. Der Abenteuer... Also im Endeffekt ist dieser Run hier mit dem Schamanen komplett nutzlos. Können wir danach nächste Runde wieder überladen. Das ist totaler Quatsch, was wir hier machen. Und da hat er eine recht fiese Karte. Er bekommt 10 Rüstung und vernichtet den Diener von uns. Das konnte ich so nicht mit ansehen. Da muss man ein eigenes Deck für bauen. Sonst ist das ja Quatsch. Ihr erinnert euch vielleicht an die Dunkeleisen-Arena. Da lief das ja ganz ähnlich. Dass wir quasi ja keine Kosten dafür haben, dass wir dicke Units aufs Feld bringen. Und deswegen gehen wir da auch direkt in den Druiden. Der quasi Spezialist für dicke Einheiten ist. Und da gehe ich jetzt einfach nur durch und schaue mir so ein paar nützliche Karten durch. Ah, alles Dicke, was wir haben. Den Majordomus besser nicht. So, was könnten uns denn noch an Spells nützlich sein? Nicht so viel. So, ein paar Einheiten brauchen wir noch. Lore-Tap wird auch nicht funktionieren beim Gegner, denn die Heldenfähigkeit wird alles überschreiben. Starlark-Folgen-Kombo ist natürlich eine Maßnahme. Und generell alles dicke, legendäre, teure, was man hat. Ist bei mir leider nicht ganz so viel. Was sich dann wahrscheinlich auch darin niederschlagen wird, dass der heroische Kampf eine ziemliche Katastrophe wird. Nee, geht besser nicht spielen. Solo-Abenteuer ist richtig. So. Wir werden mal sehen, wie es klappt. Ob wir da direkt zu Beginn was Ordentliches zusammengeklickt haben. Oder ob es komplett in die Hose geht.
Kampfsportlern gegen General Drakisat. Drakisat. Ja, was treiben wir denn hier? Direkt tragen aus. Zug 1 ist eine solide Geschichte. Da kommt der Kanon wieder. Wollt ihr mir bei der 50 HP hat er. So, und hier teste ich gleich mal was aus, ob nämlich die ganzen Mana-Kosten, ob die sich modifizieren lassen. Lassen sich nicht modifizieren. Zack, und da kommt hier wieder dieser fiese Spell. Ich werde die Schwarze Abenteurer. Ihr seid noch immer auf der falschen Seite des Berges. Das Feuer wird euch. Ja, die ganzen Twisting Nether. Auch gut. Das ist nicht das einzige Removal, das er hat. So, wie gesagt, der Lore-Tab, der bringt höchstwahrscheinlich gar nichts. Außer, dass er gut gegen ihn kann und tauscht. Ogamoga. Der Force Tank Max ist die wahrscheinlich stärkste Einheit, die man da spielen kann. Mit dem Gottesschild tauscht er quasi mindestens 2:1, wenn er da kommt, der Flammstoß. Wenn der andere nur ein Ogre spielt oder sowas, dann sogar 3:1. Das ist natürlich schon eine Frechheit. Ah, ein bisschen Glück, was da vom Kartenstapel zu uns reinfliegt und wie geht er da. Und da kann ich euch direkt jetzt schon mal erzählen, für den heroischen Durchlauf braucht man ganz schön viel Ausdauer und muss ganz schön rumcheesen mit zumindest den Karten, die mir zur Verfügung stehen. Denn im heroischen Modus kann er im gleichen Zug 2 Einheiten spielen, während wir nur eine spielen können. Und durch das ganze fiese Removal, was er hat, wird das zu einer fast unlösbaren Aufgabe. Wind Games spielt er natürlich auch. Und nochmal Mindgames. Hat man hier eine dicke Auswahl an krassen Legendaries, die noch ein paar nette Effekte haben, hat man es dann natürlich ein bisschen einfacher. Frost Elemental erkauft uns quasi auch wieder so ein Tempo. Hat in dem Fall aber schon keine Rolle mehr gespielt. Da geht er nämlich schon down. Und dafür gibt es den Drachengefährten. Eine super Paladin-Karte. Wenn man es denn drauf auslegt, ein Drachendeck zu bauen. Kehrt um, sterbliches Wesen. Ihr fordert Mächte heraus, die ihr nicht versteht. Rent Schwarzfaust für das Drachenei. Der hat eine recht komplexe Heldenfähigkeit. Zum einen ruft er mal, das ist sein erster Status quasi, ruft 3 Weblinge herbei. Und danach verändert sich allerdings seine Heldenfähigkeit. Der hat ein paar ganz schön fiese Sachen mit dabei. Und das ist natürlich auch nicht ganz vorhersehbar. Und ich habe mich dafür entschieden, nachdem ich gelesen habe, 3 Weblinge hab. Ich nehme meinen. Mein Spaßkrieger mit. Mein Spaßkrieger heißt so nett ready to fling. Ist alles
baut mehr oder weniger um den, das war zumindest die Idee dahinter, um den, sag schon, wie er heißt, dass ihr etwas falsch macht. Öffnet die Tore! Um den Axtwerfer. Und um den zu enragen. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, nimmst du alle Karten mit, die irgendwie Zeug rumwerfen. Zumindest das, was ich habe. Und baue dann noch mit restlichen Karten noch irgendwas drumherum, damit es auch wenigstens funktioniert. Das heißt, es sind Juggler dabei, es sind die ganzen Bomber dabei. Es ist ein Verwüster dabei, also diese Kriegsmaschine, die zum Beginn des Zuges immer zwei Schaden macht. Und natürlich hier die ganze Enrage-Geschichte mit Wirbelwind, innere Wut und so weiter. Er spielt hier schon den großen Bruder von der Karte. Die macht einen Schaden. Und wenn man selber unter 12 HP ist, macht sie 3 Schaden. Lass die Schmerzen sprechen. Hat dann natürlich keine Synergie mehr. Und die Kombo, die ich auch noch mit dabei habe in dem Board, ist zumindest die kleine mit dem grimmigen Gast. Und dem kriegsümmenden Anführerin. Ich trage die Kraft der Pechschwinge nicht mehr. Und hier hat er den kleinen Bruder vom Feuerelementar dabei. Den Drachen irgendwas. So. Hat jemand Bombe gesagt? So, hier war ein kleiner Cut drin. Aber nicht weiter tragisch. Ich glaube, er hat einfach nur den Bomber mit dem Drachen-Odem weggeräumt. Viel mehr ist nicht passiert und hat das Drachenei gespielt. So, und ich muss jetzt noch einen Zug warten, um die grimmige Gast-Kombo zu zünden. Deswegen spiele ich hier einfach nur den Chuckler. Wenn er stehen bleibt, ist super. Wenn nicht, ist auch egal. So, jetzt kommt hier die zweite Fähigkeit schon. Da spielt er 2-1-1er-Taunts. So, jetzt können wir aber Combo zünden. Erstmal machen wir uns damit ein paar neue. Dann können wir nochmal 3 mit unserem Todesröcheln der Waffe machen. Und die haben alle Ansturm. Jetzt leider das Board voll. Hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen geschickter spielen können, überlege ich mir gerade. Ja, hätte man. So macht man sich, so beschädigt man quasi alle. Das war jetzt nicht die beste Idee. Wobei, ein paar zerstört er, weil der Effekt, dass die nachspawnen, erst ausgelöst wird, wenn die anderen sterben. Das heißt, wenn das Board voll ist, ist das ein bisschen nervig. Den Zermalmer. Wir haben zum Glück noch sowas wie unsere innere Wut. Wir haben natürlich schon längst mehr oder weniger Liefel, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen mit unseren grimmigen Gästen rumspielen. Genau, kommt alle her. Wir sind eh in einer komfortablen Lage. So, da sehen wir hier erstmal hier den Drachengefährten und den Vulkandrachen. Der weniger kostet, wenn Gegner gestorben sind oder wenn Einheiten gestorben sind. Lass die Schmerzen sprechen. So, wir zielen nochmal für Ultra BM. Jetzt müsstest du aber erstmal wieder Platz machen.
Genau. Jetzt die Anführerin. Jetzt mit dem Bomber hoffen, dass wir nochmal einen treffen. Oh nein, Board ist voll. Und das war's mit ihm. Macht riesen Laune, dieses Board. Dieses Deck. Und dadurch, dass es die grimmige... Ihr legt euch mit dem falschen Drachen an. Dadurch, dass es die grimmige Gast-Kombo hat, hat's auch eine gewisse Gewinnchance, sage ich jetzt mal. So. Das war's mit dieser ersten nachkommentierten Version. Die Klassen-Challenges, die habe ich noch nicht aufgenommen. Deswegen kommen die dann hoffentlich auch mit Live-Kommentar, wie gewohnt. Und dann werde ich mich mal dran setzen müssen, den heroischen Teil zu lösen. Der ist nicht ganz so easy. Danke bis hierhin fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.